Keine Frage, es ist wieder Action an der Börse. Wir sehen hohe Umsätze, wir sehen massive Bewegungen rauf, runter, schnelle Bewegungen. Da ist was los, da herrscht eine gewisse Nervosität und die wird jetzt nicht geringer, denn China crasht weiter. Was machen wir? Das ist die große Frage. Und warum die China-Aktien weiter crashen, besonders die Schwergewichte wie Tencent und Alibaba, sehen wir hier. Denn es ist so, China hatte beschlossen, oder die Führung in Peking, eine Art Datenschutzrichtlinie, die besagte, dass praktisch die chinesischen Dickfische im Datenbereich wie Tencent und Alibaba nur mit absoluter Zustimmung der Nutzer diese Daten speichern dürfen, etc. etc. All das ist ganz eng angelehnt an die europäischen Datenschutzrichtlinien. Jetzt fragt man sich, warum machen die das? Datenschutz in China ja sonst nicht gerade das ganz große heiße Ding. Was ist da los? Warum verbietet man letztendlich den großen privaten Firmen, diese Daten zu sammeln? Meine Theorie ist, der Staat soll das Monopol behalten auf die Daten seiner Bürger. Wer in China unterwegs ist, überall Kameras, nichts bleibt unbemerkt. Da wird für jedes und alles werden Daten erhoben. Es gibt diese Sozialscores. Aber auf der anderen Seite sagt jetzt eben die Führung in Peking, oh, aber die Unternehmen dürfen das nicht machen. Ist das ehrlich gemeint? Nein, nach meiner Auffassung nicht. Datenschutz spielt sonst überhaupt keine Rolle in China. Aber es geht eben, wie gesagt, darum, die Monopolstellung des Staates hier zu betonen und damit die Privatwirtschaft weiter zurückzudrängen. All das ist ein Plan von Xi Jinping, die alte kommunistische Führung wieder aufleben zu lassen. Letztendlich wahrscheinlich Staatsvertreter in alle private Unternehmen, die von Bedeutung sind, reinzusetzen, um hier Kontrolle zu bekommen, um zu wissen, was geht in diesen Unternehmen vor sich. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Nachricht für chinesische Aktien insgesamt, für den Aktienmarkt dort. Und wir sehen hier unten in dieser Grafik den MSCI China gegen den S&P 500 ETF, den Spider. Und wir sehen, es geht konstant bergab. Wird es bei uns konstant bergab gehen? Das werden wir sehen. Jedenfalls sehen wir in so vielen Bereichen Healthcare-Aktien. Nachdem Medien hier sich negativ über bestimmte Dinge äußern, wir sehen, dass Liquor-Shares fallen wegen Regularien, die jetzt hier erlassen werden sollen. Wir sehen, dass Alibaba zum Beispiel 4,3% jetzt in Hongkong auf ein neues Allzeittief gefallen ist. Alibaba hat sich ja vom Corona-Crash-Tief 70% erholt, ist jetzt aber viele Prozent, ich glaube 40% sogar unter dem Corona-Tief, das es erreicht hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist letztendlich natürlich eine Vernichtung von Kapital, aber es ist vor allem die Vernichtung der freien, der einigermaßen freien Privatwirtschaft. Und das hinterlässt doch deutliche Spuren. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da um wirkliche Schutzmechanismen gehen soll für die Konsumenten. Das ist der Führung wahrscheinlich total wurscht. Man will das eigene Monopol auf diese Daten behalten. Jedenfalls sehen wir, dass nicht nur Chinas Aktienmärkte unter Druck sind, sondern auch der Nikkei, der jetzt auf den tiefsten Stand des Jahres fällt. Und das angesichts einer Situation, wo die westlichen Aktienmärkte sich ganz nahe der Allzeithochs noch halten. Chinas Aktien jetzt 47% vom Hoch, das wir gesehen hatten, entfernt. Also da geht es noch weiter nach unten. Give me 50, wird hier David Ingalls ironisch zitiert. Also da ist einiges angebrannt. Viele sind da schon rein in Tencent, Alibaba. Das sind ja Unternehmen, die eigentlich ein super Geschäftsmodell haben, die eigentlich super dastehen, die eigentlich sogar viel bessere Wachstumsraten haben als die US-Tech-Konzerne. Und vor allem, die sind tätig in einem Wachstumsmarkt. Wir sprechen ja nicht nur über China, wir sprechen über den südasiatischen Raum insgesamt mit Vietnam, mit Kambodscha, Länder, die aufsteigen. Das asiatische Handelsvolumen geht konstant nach oben. Da ist wirklich noch Wachstum und da sind eben diese Konzerne am Start, während die Amerikaner in einer letztendlich leicht absteigenden westlichen Welt nur unterwegs sind. Die sind in Europa, die sind in den USA, da extrem dominant und monopolartig, auch das eine Gefahr. Und natürlich, es wäre schön, wenn auch die amerikanischen Konzerne mal solche Datenschutzrichtlinien akzeptieren würden. Wer zum Beispiel Facebook nutzt oder andere, der kann zustimmen oder er kann eben das Produkt nicht nutzen. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Wir können zum Beispiel als Finanzmarktwelt.de, wenn wir sagen, Cookies zulassen, wenn sie das nicht wollen, dann muss ich eine Alternative anbieten als Betreiber der Seite. Wenn nicht, habe ich ein riesenrechtliches Problem. Bei den amerikanischen Konzernen ist das was anderes, wenn man da die
Verbraucherschutzbehörden anfragt oder die Bundesbehörden, die sagen, ja, das ist heute mal das so, gell, da können wir jetzt auch nichts machen. Also die lässt man hier praktisch ihr eigenes Geschäftsmodell weiter durchziehen. Bei den deutschen und europäischen Unternehmen guckt man sehr viel genauer hin, da muss einiges passieren. Aber wir waren bei der China, jetzt kommen wir zu den USA, meine Damen und Herren. Wir sehen hier oben S&P 500 im Future-Bereich, wie gestern die Dinge da ziemlich rauf, runter, runter, rauf, ziemliche Nervosität. Wir sehen, dass vor allem diese Reopening-Bereiche wieder stark gelitten hatten. Energie minus 2,7%, die Financials wieder schwach, Industrials, Materials. Und wir sehen, dass der VIX jetzt die beste Woche seit Januar hat oder den größten Anstieg seit der Januar. Das heißt also, dass die Volatilität, die Nervosität zunimmt. Das ist ja geradezu greifbar. Und wir sehen, dass unten hier diese Grafik Get Out and Party Stocks, die gehen weiter zurück. Also diese Reopening Stocks, die profitieren von der Wiedereröffnung der Wirtschaft, von Büros, die wieder öffnen, wo dann die ganzen Angestellten wieder drin sitzen. Dagegen solche Stay-at-Home-Aktien wie Peloton zum Beispiel, die sind deutlich besser am Start und insgesamt sehen wir, dass immer mehr Aktien jetzt aus dem S&P 500 unter ihren 200-Tages-Durchschnitt fallen. Jedenfalls ist die Geschwindigkeit schneller als die Geschwindigkeit des S&P 500 in seinem Fall. Ich hatte gestern schon diese Grafik gezeigt, dass die Quality Stocks, also die Aktien von Unternehmen, die eine gute Bilanz haben, sich deutlich besser jetzt halten als diejenigen, die eine schlechte Bilanz halten. Haben. Und wenn wir von schlechten Bilanzen sprechen, dann müssen wir vom Russell 2000 sprechen, wo ja um und bei 40% der darin enthaltenen Aktienunternehmen Verluste machen. Und wir sehen, der Russell ist jetzt 4,2% runter in dieser Woche und von seinem Hoch jetzt 9,6% runter. Da haben wir also fast schon eine auch offizielle Korrektur. Man spricht ja von einer Korrektur, wenn das 10% sind. Der S&P 500 seit 200 Tagen jetzt etwa ohne eine 5% Korrektur. Wir waren 2% mal runter. Bisher das bisherige Maximum an Korrektur waren ja 4%. Also mal schauen, ob diese Nervosität gerade jetzt am kleinen Verfallstag heute, wo Optionen ja immer wichtiger werden für die Märkte, da dürfte es durchaus zur Sache gehen. Und wenn wir von schwachen Bilanzen sprechen, dann denken wir an unsere Freundin Cathie Wood und mit ihrem ARK. Sie haben die Hintergründe noch im Kopf mit Michael Burry aus The Big Short, der eben eine starke Short-Position auf Cathie Wood aufgebaut hat. Und Cathie Wood hat sich jetzt in einem Interview bei MarketWatch geäußert und gesagt, ja, also der Aktienmarkt, sie könnten nicht weiter entfernt sein von einer Blase. Also ist alles andere als einer Blase. Jetzt hat sich Christopher Blomstrand mal den Spaß erlaubt, die 10 Top-Holdings von Cathie Wood sich anzuschauen, also die Aktien, die am stärksten gewichtet sind bei ihr, und sich mal die KGVs zu Gemüte zu führen. Tesla 655, net slash, Roku 596, dann Teladoc, gar keine Kurs-Gewinn-Verhältnis-Relation, weil macht Verlust ist. Square 677, Zoom 125, Spotify, Shopify 426, Spotify macht Verluste, Twilio Verluste, Coinbase 158. Könnte man vielleicht vermuten, das sei eine sportliche Bewertung, gell? Aber nein, all diesen Unternehmen, denen gehört die Zukunft und dann wird es kein anderes Unternehmen geben in diesem Marktumfeld, das gegen die Unternehmen anstinken kann, die wo jetzt praktisch, wie Lothar Matthäus sagen würde, die Cathie Wood in ihrem Portfolio hat. Also dementsprechend ist das natürlich eine ganz üble Polemik gegen die arme Cathie, die ja einfach den Durchblick hat. Ja? Das, anders als die anderen. Ne? Also sie weiß das und sie hat ja den Michael Burry da deswegen auch zurechtgewiesen und gesagt, du hast da keine Ahnung von diesen neumodischen Geschichten. Ich aber schon. Aber gehen wir weiter und schauen uns mal an. Stock Issuance, also die Unternehmen, die bringen so viele Aktien jetzt auf den Markt wie never ever before. Und sie wissen schon warum. Du musst die Gelegenheit nutzen, solange die Liquidität so wunderbar da ist und die Kaufbereitschaft auch da ist. Wir haben jetzt eben so ein bisschen das Problem, dass diese ganze Reopening-Story in sich zusammenfällt. Das ist das große Thema derzeit. Und wir sehen, dass natürlich auch dieser Rush, den wir gesehen haben, dieser Sugar Rush, durch diese immense Liquidität gekommen ist. Rekordbewertungen, Rekordverschuldung, Rekord-Margin-Debt, also Hebelung, Long-Positionierung etc. etc. Wir müssen auch mal die Frage stellen,
Wie wären denn die Zahlen der Unternehmen ausgefallen, wenn jetzt die Leute nicht Helikoptergeld bekommen hätten, wenn letztendlich nicht all das auf Pump in die Wirtschaft gepumpt worden wäre? Aber jetzt ist der Pump vorbei, jetzt gibt es keine Helikopterschecks mehr, jetzt werden bald die Leute vielleicht vor die Tür gesetzt, die ihre Miete nicht bezahlt haben. Das ist ja nochmal bis Anfang Oktober verlängert worden, aber da kann man davon ausgehen, dass viele einfach dann gesagt haben, oh geil, dann konsumiere ich halt und zahle nicht meine Miete. Jetzt ist das Geld ausgegeben, aber die Miete immer noch nicht bezahlt, muss aber noch bezahlt werden. Also da ist viel vorgezogen worden und das fehlt jetzt hinten raus. Man verkonsumiert eben in der Gegenwart bereits seine Zukunft, sodass die Zukunft dann ein bisschen dürrer wird. Und genau das ist das Problem. Gleichwohl, die Fed hat jetzt nochmal ihre Bilanzsumme um 85 Milliarden Dollar angehoben und das ist vor allem geschuldet den Mortgage-Backed Securities. Also man kauft diese hypothekenbesicherten Anleihen, womit man wahrscheinlich den US-Immobilienmarkt noch weiter unter Feuer setzt. Und hier ein Kommentar, der sagt, ja, also ihr erzählt uns Bullshit in Sachen Tapering, aber macht jetzt die Bilanzsumme nochmal weiter nach oben und kauft vor Mortgage-Backed Securities, passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Vorhin hatte ich gesagt, ja, die Amerikaner, die verkonsumieren in der Gegenwart ihre Zukunft. Jetzt sehen wir mal, dass auch der amerikanische Staat das natürlich tut. 61% der US-Haushalte hat keine Federal Tax Steuer bezahlt, also hat Federal Income Taxes bezahlt in 2020. Also es gibt ja dann in den USA meistens eine Bundesstaatensteuer und eben eine Steuer, die sozusagen eine USA-Steuer, wenn man so will, eine Bundesregierungssteuer oder wie auch immer man das bezeichnen will, also praktisch wie in Deutschland, als würde ich an die Bundesregierung Steuer zahlen, an den Staat Deutschland oder ob ich zum Beispiel an das Bundesland Bayern Steuern zahle, was ich natürlich gerne machen würde, gell? Für den Markus Söder würde ich alles bezahlen, so super ist der, gell? Aber was heißt darum, jedenfalls, wir sehen, all das ist auf Pump, irgendwo muss der Staat seine Einnahmen wieder herbekommen. Derzeit hat man eben sozusagen alles übertüncht mit dieser Liquidität, die man hier geradezu reingeschissen hat, auf Deutsch gesagt. Und irgendwann muss die ganze Geschichte mal wieder sich normalisieren. Wir sehen, dass der Dollarindex ausgebrochen ist. Das wird ein wichtiger Risikobarometer sein. Und wir sehen eben, dass die Corona-Lage sich jetzt deutlich weiter verschlechtert. Apple verschiebt die Öffnung seiner Büros auf Januar, hat einen Apple Store geschlossen, weil dort Leute von der Belegschaft sich infiziert hatten. Hier IBM schließt ein New Yorker Büro. Schwab, Charles Schwab, der Broker, sagte, wir werden nicht vor Januar 2022 in die Büros zurückkehren. Also diese ganze Büroöffnungsgeschichte, die verschiebt sich immer weiter. Wir haben aus Deutschland die höchsten Corona-Zahlen seit 3 Monaten. Die Hospitalisierungen gehen jetzt auch wieder nach oben in Deutschland. Und wir sehen, dass 3 US-Senatoren, die durchgeimpft sind, jetzt positiv für Corona getestet sind. Einer davon hat Fieber. Und die Frage ist, die JP Morgan auch stellt, das ist so unterschiedlich. Wir sehen UK, also Großbritannien, USA, EU, Israel, die Zahlen ja nach oben, Hospitalisierung nach oben. In UK die Zahlen auch ein bisschen nach oben, aber die Hospitalisierungen nicht wirklich nach oben. Wie gesagt, in Deutschland, da beginnt jetzt die Hospitalisierungszahl weiter zu steigen. Und wenn wir das alles mal zusammenfassen, Reopening in Frage gestellt, Inflation vielleicht dauerhafter durch eben diese nach wie vor bestehenden Lieferkettenprobleme. Und was haben wir noch? Tapering der Fed, Liquidität absehbar eben, und das preisen die Märkte ja jetzt schon ein, nicht wenn es dann der Fall ist, also man preist ein, dass die Fed tapern wird oder will zumindest, zumindest sagt sie das, vielleicht ist das Corona-Geschehen dann auch die perfekte Ausrede. Jedenfalls hatte Markus Koch gestern in dem wunderbaren Interview gesagt, das wir mit ihm hatten, dass er von einer 10% Korrektur jetzt ausgeht in den September hinein. Ich werde Ihnen den Link nochmal unter das Video packen. Schauen Sie es an, wenn Sie es bisher nicht gemacht haben, am Wochenende, wenn Sie Zeit haben. Es ist echt lustig, es hat Spaß gemacht. Es ist einfach eine Mischung aus ja, Spaß haben, Entertainment, aber eben auch ein gewisser Tiefgang und eben die Perspektiven, wie geht es weiter. Und diese Kombination, die finde ich persönlich relativ sexy. Also meine Damen und Herren, jetzt sage ich Ihnen Servus und Ciao.